Hallihallo, da sind wir auch schon wieder. Tja, im letzten Part haben wir ja Cave Einsatztrupp ganz schlau gerettet, indem wir sie aus der Luft abgeholt haben letzten Endes. Oder wir wurden gleich mit abgeholt. Wir haben schon so ein ekliges Glibberviech gesehen und leuchtende Ranken. Und tja, jetzt sollen wir für Kashmir und Marjorie einen geheimen Codeschlüssel in Erfahrung bringen. Für die Abtei Dormant. Super schlau. Grabt euch doch einfach an der Seite dran vorbei. Aber nein, das geht natürlich nicht. So, bin sofort gekommen, als ich euer Leuchtfeuer gesehen habe, Kommandeur. War zwar ein Risiko bei dem vielen Staub und Sand, ach so, in der Luft zu fliegen, aber offenbar war es gerechtfertigt. Naja, wissen wir zu schätzen, Taktiker. Envolt. Wisst ihr, wohin Kaith und Kanach aufgebrochen sind? Bei Kanach bin ich mir nicht sicher, aber Kaith wollte dem Marshall mit den Informationen Meldung machen, die ihr über die Aufstellung und das Verhalten unserer Gegner herausgefunden habt. Also meines Erachtens haben wir gar nicht so viel herausgefunden. Diese Informationen sind ausschlaggebend für unsere strategische Planung. Okay, danke. Falls ihr sie seht, sagt ihnen, dass ich mich um was anderes kümmern muss. Natürlich, Kommandeur, kann ich sonst noch irgendwie helfen? Das könnt ihr tatsächlich. Ich suche nämlich nach einer Exploratorin namens Campbell. Ah ja, ich traf... Sie traf kurz vor euch ein. Sie ist draußen im Feld, bei einer Ausgrabung, nehme ich an. Ich kann ihre Forschungsstätte auf eurer Karte markieren. Jo, danke, mach das mal. So. Und damit ist das hier dann abgeschlossen. Wunderbar. Es gibt wieder sehr viele schöne Sachen. Und Banditenwappen. Ich freue mich. Inflationär. Und, weiß ich nicht, wir müssen dann wahrscheinlich in dieses Gebiet jetzt rein, oder? Ja, war klar. Guti, habt ihr auch das abgeschlossene Ding bekommen? Nein. Kann ich mal so fragen? Ja, wunderbar. Dann Never Play on Release Date, so ungefähr. Kann ich ja schon mal verraten, dass es wohl so ist, dass man in der Mission hier mit Cave und so weiter und so fort tatsächlich selbst der Instanzfrickel sein muss, der da reingeht, weil sonst der Brief nicht verschickt wird an die anderen Forschungsteammitglieder, in diesem Fall an Himpline und an Fiala, und konnten deswegen gerade den Kram nicht abschließen. Das ist ja ärgerlich. Das heißt, wir werden das jetzt offscreen nochmal nachmachen und Nein, man muss sich einfach nur raus und wieder rein teleportieren aus dem Gebiet und dann bekommt man den Brief. Aha, na das ist dann doch noch viel besser. Ja, das heißt, wir können dann ja gleich weitermachen. Wobei, vielleicht splitten wir das auch und machen einen kurzen Cut und tja. Genau, damit fangen wir mal an. Für euch vergeht ja wenig Zeit. Und schwupp haben wir uns über die halbe Karte ausgebreitet und verbreitet, haben hier alles erkundet und die monatliche praktisch im Alleingang auf dieser Karte zusammengefarmt. Und, wie ihr ja auch schon alle seht, hat Bib jetzt die Werder Bremen Gedächtnisfarben an und nicht mehr die Borussia Dortmund Farben. Und wir haben Verstärkung bekommen, nämlich durch den Joshman und durch den Bob. Die werden an dieser Stelle recht herzlich begrüßen. So, Exploratorin Campbell. Kommandeur, ich hatte schon vermutet, dass ich euch wiedersehen würde, nachdem ihr mich vor diesen Seraphengeistern gerettet habt. Was führt euch hierher? Gebt mir den Code. Oh, den Zugangsschlüssel zum Vorratsraum. Ich schätze, abgesehen von Magister Steinheiler kenne ich den als Einzigen. Na, das ist immer gut. Die Abtei hat doch die Wiese, dass man das Wissen immer verteilen soll und so weiter, damit es nicht verloren geht. Okay. Ich habe es nicht, aber ihr könnt mich auf die Probe stellen, oder nicht? Ja, okay. Was? Beantwortet mir dies. Als ihr mich bei unserem letzten Treffen gerettet habt, habe ich euch angeboten, mit euch zu teilen. Keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Eine Mahlzeit. Das ist es! Ihr habt es in Ordnung. Ihr habt meine schriftliche Kopie. Okay, wie funktioniert der Vorgangsschlüssel? Jede Zeile, ich bin so gut, ich hab's mir gemerkt von gestern. Jede Zeile des Gedichts ist ein Hinweis auf ein Buch in der Sondersammlung. Ihr müsst sie finden und die richtige Reihenfolge berühren, um sie zu aktivieren. Könnt ihr es mir vorlesen? Ein Mann, der beinahe König war, hatte einen Geist zum Kind. Am Handelsposten Hufflügel geschwind wie der Wind. Haha! Und einmal im Jahr in einem großen Feld, ein eifriges Kind wächst in der Welt. Es gibt noch zwei weitere Zeilen, aber die trage ich nicht bei mir. Kann ich ohne die hineingelangen? Nein, aber macht euch keine Sorgen. Ich habe die andere Hälfte aus Sicherheitsgründen zurückgelassen. Äußerst logisch. Realistisch. Ihr findet sie, wenn ihr die drei Bücher aufstöbert. Aha, und wie funktioniert dieser Schlüssel? Jede Zeile? Ach, das hatten wir verstanden. Ich bin vorsichtig. So, das heißt, wir sehen uns gleich bei der Abtei Dormant. Wir dürfen alle hier hin. Ja, ihr dürft alle hier hin. Und durch diverse Wegmarken, in die wir natürlich nach wie vor vollstes Vertrauen haben, obwohl Mordremoth sie angezapft hat oder immer noch anzapft, suchen wir jetzt die versteckten Arkane in der Abtei Dormant. Huiuiuiui. Wenn das mal nicht Baldurs Hintern ist. Aber klar. Aber klar.
Ich gehe raus. Ich will wieder raus. Hallo. Die sind total fies. Die sperren einen hier ein. So, hallo, da seid ihr ja. Wie lief es? Habt ihr ihn bekommen, den Zugangsschlüssel? Klar. Dass die einzige Person, die den Zugangsschlüssel für das Lager hat in der Silberwüste ist, bezeugt, wie verstreut die Abtei im Moment ist. Nee, es bezeugt nur, wie dumm sie ist. Gut, dass ihr sie bei Fort Salma gerettet habt. Ja, sonst wären wir können jetzt echt am Arsch. So, also, wo ist Ila Makai? Wer ist das denn nochmal? Wir müssen mit Magistra Makai sprechen. Sie zieht ein paar wirklich dicke Fäden. Na, um uns Zugang zur Sondersammlung zu verschaffen. Wir treffen uns bei, uns mit Magister Steinheiler. Alles klar. Ihr wisst nicht, wer Otgen Steinheiler ist? War der nicht in Guild Wars 1 eine wichtige Figur? Ja. Krass, er ist eines der magischsten Wesen, die ich je getroffen habe. Er ist ein Zwerg, der letzte seiner Art in Tyria, weil alle anderen zu Stein geworden sind. Grant alleine weiß, wie alt er ist. Jahrhunderte, mindestens. Erzählt Kashmir, was mit den anderen geschehen ist. Ach Gott, vor Jahrhunderten und von da hätte ich bloß nichts gesagt. Blabla, verwandelten sich viele Zwerge zu Stein, um Tyria vor Primordus Champion zu schützen. Die meisten haben sich im Untergrund dem Kampf gegen die Zerstörer verschrieben. Die haben auf jeden Fall schon das Achievement fertig, töte 1000 Zerstörer. Otgen ist hier, damit dieses Opfer nie vergessen werden wird. Es sei denn, er vergräbt sich hinter einer komischen Wand, die man nur mit einem komischen Passwort öffnen kann. Okay, das erklärt sein Fachbegriff, Gebiet. So, jetzt treffen wir uns mal mit Magistra Makai. Hier ist auch voll der Hörsaal. Der könnte auch so in der Kölner Uni stehen. Keine Fenster, hohe Decken, Beton. Aber interessant, was es sonst hier in den Nebenräumen gibt. Das Skelett hier, dieses von so einem Riesenfisch. Können wir gleich ja noch gucken. Bob, hör zu. Der Raum hier ist echt lustig. Der Tisch ist jetzt sogar auf der richtigen Höhe. Ist für Asura. Magister Steinheiler wird euch. Ja, für Baldur sind diese Betten hier nicht ausgelegt. Ich warne euch. Ihr guckt einfach, ja, ist zum Anker auswerfen, die Betten. Er ist der letzte seiner Art. Wir werden die Betten sind der Anker. Ich bringe euch zum Eingang der Sondersammlung. Archivarin Ernstwort führt euch weiter. Oh ja, so viele neue NSC. Ja, wir haben sie. Ich dachte erst, sie heißt Ernstwort. Sehr gut. Folgt mir. So. Jetzt gucke ich doch hier schnell auch nochmal in die Räumchen. Hier ist nur eine Novizin. Nix ist hier. Aber generell ist sowas immer cool. Unter den offiziellen Räumen irgendwo lang zu gehen. Und das hier sieht nach Impelines Schlafzimmer aus. Raus hier, du blöde Novize. Ja, Baldur passt nicht ins Bett. Ja, das ist gerade groß genug für Impeline. Ich nehme erstmal den Helm ab. Wir befinden uns ja im Inneren eines Gebäudes. Das heißt ja nichts. Wieso nicht? Vor allen Dingen, wie gut es auch klappt. Nicht. Doch jetzt. Zum millionsten Mal. Es gibt. Ich habe sogar meine zwei Lieblingstiere mitgebracht. Himpeline, weißt du, wie sie heißen? Das sieht nach einem Candycorn-Elementar aus. Nee. Das andere Tier. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön frech. Wieso? Himpeline-Fresser, würde ich sagen, das ist schon hart grenzwertig. Das ist aber Himpeline-Fresser 1. Und das? Sie haben Magister Steinheilers Segen, die Sondersammlung zu besuchen. Ich habe die Schutzzauber schon angepasst, damit sie herein können. Und die Archivarin ist vorgewarnt, dass sie kommen. Ich zeige euch. Da ist die Quartel auf ihn. Folgt mir. Was? So, wir gehen hier durch das magische Feuer, Alter. Wie geil ist das denn? Dein Ernst? Ja, durch die Küche hindurch. Oh, schön, Keller der Abtei Domann. Das sieht nice aus. Hier will ich nachher noch einen Screenshot machen. Das sieht echt nice aus. Wer ist er denn? Und da oben unter der Decke, das hat man im Trailer gesehen. So ein bisschen. Die Illuminaten. Ja, coole Sache. Aber wer ist er mit dem komischen Hut? Er ist er mit dem Hut. So. Das ist die Sondersammlung. Sie ist bestens gesichert. Man kommt durch den Kamin. Schöne Bilder hier, aber um das zu heizen hier, ist doch bestimmt die Pest. Seht euch nur um. Ich muss zurück zur Arbeit. Archivarin ich weiß schon, wie der nächste Raum aussieht. Impelina hat wohl eine Zeit verschlafen. Geht nicht ohne mich durch die Tür. Ein Schicksal gemeistert in Stein, die letzten Tage der Zwerge. Seitans letzter Flug. Geil. Shit, ich finde den Weg nicht zu euch. Ja, das hast du dir jetzt selbst zuzuschreiben. Ein Meisterwerkgemälde. Es tut mir leid, aber ich habe Nachbarn und die klopfen manchmal.
So, Seitans letzter Flug. Dieser umfangreiche Bericht über den Kampf mit dem Altdrachen Seitan enthält eine Liste aller Mitglieder des Packs, die dabei gefallen sind. Die Taten von Bitman werden dabei besonders hervorgehoben. Ja, wir standen da und haben gelacht. Sollen entscheidend für den Triumph gewesen sein. Ach, wir müssen die jetzt doch alle in der richtigen Reihenfolge benutzen. Ja, ich habe alle schon benutzt. Kann mir jetzt jemand mal sagen, wo ich lang soll? Durch das Feuer. Durch das Feuer in der Küche natürlich. Das liegt doch auf der Hand. Aber wie bei den Hauselfen. Erstmal müssen wir jetzt mit der Archivarin sprechen. Die ist da ganz am Ende, da gehen wir jetzt mal zuerst hin. Immer dem Stern hinterher. Mhm. Coole Sache. Oh, wer bist du denn? Ich nehme die Historikerin. Gänsehaut zu verpassen. Mhm. Oh, eine tolle versteckte Uhr. Ja. Willst du einen Schneemann bauen? Oder vielleicht was anderes bauen? So, Archivaren. Oh, Alter, wie sieht die denn aus? Oh. Hallo, liefern ihr etwas? Ich bin unter magischen Gegenständen förmlich begraben. Ja, ein bisschen ist mir was auch ins Gesicht gefallen. Hä? Ich habe nicht genug Schreiber, aber jedes Stück muss katalogisiert werden. Ja, ich habe keinen Plan, wovon ihr sprecht. Oh, wartet, ihr seid doch Pipman. Welche Erleichterung. Jeden Tag heißt es magisch hier und Akan dort. Die Hälfte der Zeit bringen sie mir nur glühende Steine und Pilze. Die Pilze esse ich dann. Ja. Warum machen sie das denn? Man munkelt, dass wir Artefakte lagern. Aber so genau weiß ich es auch nicht. Wie ihr euch vorstellen könnt, kommt jetzt jeder Edelmann mit seinem magischen Ringlein her, um es einzulagern. Das magische Ringlein? Ja. Steht das so? Das ist auf jeden Fall ein ganz magisches Ringlein. Seid ihr davon überzeugt, dass das hier sicher ist? Oh, sagt es niemanden, aber wir können nur hoffen. Wenn sich jemand durch den Boden gräbt, wie das schon häufiger mal vorgekommen ist, in Guild Wars 2 sind wir völlig gearscht. Unsere beste Verteidigung sind magisch. Sie schützen uns eine Weile, aber wenn der Drache die Magie davon absorbiert, naja, das wäre natürlich total dumm, dann haben wir keine Verteidigung mehr. Der hat auch ein magisches Ringlein. Habt ihr auch eine besondere... ja. Wer will das nur euch um, ihr habt meine Erlaubnis, denkt daran, wer einen Gegenstand zurückbringen muss, wenn ihr es nicht tut. Ja, ich könnte eine Weile bleiben, nachdem ich mich mit Magister Steinhaller getroffen habe. Dann will ich euch mal behilflich sein. Womit kann ich euch dienen? Och Gott. Wie entziffere ich denn die Regalnummern? Das N ist die Himmelsrichtung im Hauptanbau. Manche Nischen sind im Süden, andere im Norden. Jede zweite Ziffer verweist auf die Etage. Ach, die zweite Ziffer verweist auf die Etage und die letzte auf die Nische. Das habe ich doch genau gebraucht. Vielen Dank. Das ist richtig übersichtlich, wie die Bücherei in Flensburg. So, und jetzt geht das lustige Rätseln los. Hat einer. Ja, noch... ich laufe zum Stern, das ist mein Rätsel. Ja, das ist das Rätsel. Och Mann, das ist ja langweilig. Ja, vielleicht kann man es ja gleich zwischen drei Büchern entscheiden oder so. Ja, also du kannst dich auf jeden Fall zwischen drei Gängen entscheiden, du hast den falschen. Ich glaube, hier mache ich nochmal eine Bibliotheksführung. Hä? Wo ist das blöde Buch? Du hast aber den falschen genommen. Oben, guck doch mal nach oben, da ist der Stern. Ja, wir müssen erstmal nach oben. Warum seid ihr alle unten? Ist ja voll doof von euch. Ich gehe erstmal hier die steile... Guck mal, diese Bibliothek ist kein Stück behindertengerecht, also, ne? Ja. Die sind auch total unordentlich hier. Unmöglich. Ja, ich hab's gefunden. Du bist aber toll. Ja, warte mal. Ja, weil du war als erstes da. Hast du gut gemacht, Christenkeks. Diese Sammlung historischer Fakten wurde von Elam Makai niedergeschrieben und füllt dabei Details über das Leben und Tod eines berüchtigten Herzogs von Askelon. Obwohl in direkter Erbfolge zum Thron brachte Herzog Baradin keine Einwände vor, als das Volk stattdessen Adelbern zum König brief. Und dass das schiefgegangen ist, wissen wir ja alle. Tja, Wahlkönigtum gab's auch im Mittelalter. Er verbrachte sein Leben auf dem Anwesen der Baradins, stellte Wein her und bildete Krieger aus. Baradins Töchter Althea wurde mit Prinz Rurik vermählt. Achso, ist nur eine. Dem Sohn König Adelberns, das kennen wir doch auch alles. Althea wurde jedoch von Char ermordet und ihr Geist blieb rastlos in dieser Welt zurück, sodass wir jetzt Altheas Asche finden können und als aufgestiegenen Gegenstand benutzen können. Ja, bis eines Tages eine berühmte Heldentat ihre Asche zu Baradin zurückbrachte. Herzog Baradin wurde jedoch vom Feindfeuer getroffen und sein Geist bereitet den Char auf den Ebenen von Aschut regelmäßig Ärger. Na gut. Die Wanderasche. So, jetzt müssen wir doch nach unten. Stammes- und Kulturgeschichte der Zentauren. In einer Reihe von Berichten aus dem Hinterland erklärt Exploratorin Cat im Detail, was ihre Forschungen für die Zentauren und ihre Stammesgesellschaft ergeben haben. Okay.
Die Zentauren können vielerorts in Tyria angetroffen werden, sogar in entlegenen Regionen wie Elona. Schade, dass Elona kein Spielgebiet ist. Einige Stämme, wie die Orschad-Plünderer aus der Kristallwüste, sind bekannt dafür, dass sie Menschenfleisch verzehren. Miam. Zentauren gehören zu den vielen Völkern, die von den Menschen verdrängt worden sind. Ha, ha, ha. Die Zahl der kriegerischen Stämme überwiegt dabei die der Friedvollen. Der Aufstieg der Altdrachen, hier seien besonders Seitan und Jormak genannt, hat den Konflikt mit Menschen in den Zittergipfeln und den Ebenen sogar noch verschärft, da die Lebensräume knapper werden. Da siehst du mal. So, jetzt aber mal schnell darüber. Ist das wieder oben? Ja, schnell darüber nach oben. Schnell nach oben. Leider darf es ja nur einer lesen, denn sonst könnte man ja schon mal vorlaufen. Naja, das ist spannend. Aha. Guck mal, hier ist ein Bücherregal. Die Reifeprüfung, Ja, mit Dustin Hoffman. Anlief Eisgeboren berichtet aus erster Hand über das uralte Nornritual, das die Große Jagd genannt wird. Jedes Jahr konkurrieren Norlandwärter um den Titel Bezwinger. Es handelt sich dabei um ein wichtiges Ritual für die jungen Mitglieder der Gesellschaft und markiert den Beginn ihrer Suche nach der eigenen Legende. Auf einem Stück Pergament zwischen den Seiten dieses Buches befindet sich eine Notiz. Aha! Stark, Baldur. Was hat Baldur hingekriegt? Er ist gegen das Geländer gesprungen. Die Notiz besagt, die Revolution kam nach Ratasum N1-2 und ein Leichentuch legte sich über die aufgehenden Blüten. Syl. Könnte Sylvari bedeuten. Aha. Ne, Norn, glaube ich. Wunderbar, das... Mit diesen Hinweisen können wir doch schon arbeiten. Die aufgehenden Blüten. Das klingt irgendwie wie eine Krankheit. Der große Golem-Aufstand. Verwalter Giggs gibt seine rückhaltlose Meinung über dieses historische Ereignis wieder und sinniert über die Auswirkungen auf die Zukunft. Seit den Zerstörern ist Ratasum nicht mehr einem Desaster so nahe gekommen, als dem Zeitpunkt, an dem die Golems eine Fehlfunktion erlitten und sich gegen ihre Erschaffer richteten. Wir sollten das aktuelle Friedensstifter-Golem-Verhältnis von 1 zu 10 in Betracht ziehen, um in Zukunft ähnliche Ereignisse zu berücksichtigen. Das Potenzial für eine Katastrophe ist beunruhigend groß, gelinde gesagt. Die Inquestur-Crews sind noch immer Teil unserer Gesellschaft, doch ihr Antagonismus zum Rat wird mit jedem Zyklus stärker. Wir müssen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt. Denn dieses Mal könnten die Auswirkungen sogar noch katastrophaler sein. Okay. Und eine Abhandlung über den Schatten des Drachen. Die gibt's auch schon. Gelehrte Caterin sprach mit Dutzenden Sylvari, die behaupteten, sie hätten den Schatten des Drachen im Traum gesehen. Jupp, sie sagt, nur ein Bericht erscheint glaubhaft. Schatten des Drachen ist der Name für Mordrumov Champion. Diese albtraumhafte Kreatur ist wie beim Pokébex. Diese albtraumhafte Kreatur wurde bereits sowohl im Traum als auch in der realen Welt gesichtet. Wenn einige behaupten, er sei unsterblich, folgen nicht alle dieser Theorie. Bislang gibt es für die eine oder andere Behauptung keine Beweise. Video. Oh, guck mal, jetzt dreht sich hier alles wie bescheuert. Jetzt stell dir vor, du stehst da noch drin. So wie der Novize da. Ja, so wie der Novize. Ah, die Wände kommen immer näher. Oh nein, wo sind die Wände hin? Oh nein. So, idiotensicher. Hier sind natürlich noch viele andere interessante Bücher, aber das werden wir jetzt mal skippen. Kann ich einen extra Part für machen, für alle, die es wirklich interessiert. Kein zynischer Kommentar? Na gut. Alter, hier wohnt Ogden Steinheiler. Ich werde bekloppt. Hier hinten gibt es bestimmt auf noch... Auf meiner Minimap seid ihr alle voll mega groß. Oh. Ja. Krass. Auf meiner Minimap bin ich auch mega groß. Wieso passiert denn? Du bist immer mega groß. Jetzt den Tod von Exploratorin Campbell zu bekommen, hat etwas gedauert. Bitte verzeiht die Unannehmlichkeit. Also, ich habe eine Sanduhr und ich werde sie einsetzen. Was sucht ihr? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Sprecht, diese alte Ohren, diese alten... Alter, wie sieht er denn auch schon wieder aus? Diese alten Ohren sind schlechter als meine Augen und noch schlechter als mein alter... Na, ihr wisst schon, ne? Hängt da irgendwo. Ah, Magister, ich bin's doch, Bipman. Wir kennen uns doch. Ja, ich erinnere mich an euch, aber jetzt ist nicht die Zeit für nostalgische Gefühle. Bitte kommt zum Punkt. Ich benötige Informationen darüber, wie ich Mordrumos besiegen kann. Ich glaube vielmehr, dass ihr die Informationen darüber benötigt, was eure Vision vom blassen Baum zu bedeuten hat. Was? Aber wie habt ihr... Gedankenkontrolle. Es gibt da jene, die sich dafür interessieren. Man hat mich vorgewarnt, dass ihr mich womöglich aufsuchen werdet. Meine Herausforderungen
Die Herausforderungen, denen ihr euch stellt, bleiben nicht unbemerkt. Wer denn? Alles zu seiner Zeit. Wisset ihr doch, dass sie nur das Beste für Tyria wollen. Hier, das ist es, wonach ihr sucht. Dieses Artefakt. Na los, schaut es euch ruhig nahe an. Was ist denn das? Fragt nicht, untersucht und ihr werdet es sehen. Wie ihr wünscht. Untersucht die Sanduhr. Aha. Diese verzierte Sanduhr, die man leider jetzt gar nicht so sehen kann, weil jemand draufsteht, ist aus wertvollen Metallen geformt und wird von einer spürbaren magischen Aura umgeben. Okay, untersucht das Artefakt. Seid nicht schüchtern, ihr könnt es ruhig berühren. Es ist bestimmt wie der Sand der Zeit. Oh oh. Bam! Tja. Bib hat sie kaputt gemacht. Er ist runtergefallen. Boah, voll der Drogentrip. Ja, aber ich würde sagen, den Drogentrip, das machen wir dann mal im nächsten Part. Jo. Okay. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Ciao. Ciao.